Ja, hallo und ich heiße dich mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Client Coaching von hier aus München. Und heute mal das Thema seriöse Kaltakquise. Ist denn Kaltakquise oder kann Kaltakquise überhaupt seriös sein oder Fragezeichen? Ich werde immer wieder mal gefragt, hey Thomas, du, wie verdienst du denn deine Brötchen? Und dann sage ich ja mit Telefonakquise, Kaltakquise und so weiter und so fort. Und dann sagen die häufig, ja, ist es denn überhaupt seriös? Ja? Und so weiter und so fort. Na, musst du da nicht Leute irgendwie von irgendwas überzeugen, was sie gar nicht wollen und so weiter? Und mit diesem Video möchte ich ein für alle Mal einfach diese ganze mysteriöse Nebelschwarte auflösen. Ja? Für all diejenigen, die nicht genau verstanden haben, was Kaltakquise heutzutage, seriöse professionelle Kaltakquise, besonders in B2B, überhaupt bedeutet, ja? was da überhaupt dahinter steht. Ja? Also ein ganz generelles, allgemeines Video für alle Menschen da draußen, die das nicht ganz, nicht ganz auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Und zwar professionelle Kaltakquise ist nichts anderes wie Problemlösung. Ja? Also man könnte auch sagen, dass ein Arzt, ein Rechtsanwalt oder sonst irgendwie ein Dienstleister letztendlich ein Problemlöser ist. Ja? Leute haben ein Problem, gehen zum Arzt, ja? Mir tut das Knie weh oder die Schulter, dann gehe ich zum entsprechenden Arzt. Ja? Oder die Augen, ich habe ein Problem mit den Augen, dann gehe ich zum Augenarzt. Ja? Und dann ist es dem sein Job, möglichst gut mein Problem zu lösen. Ja? Und genau das Gleiche ist die Kaltakquise. Professionelle, qualitativ hochwertige, mehrwertbietende Kaltakquise, von der wir sprechen hier auf meinem Kanal, genau das Gleiche. Es ist einfach eins zu eins letztendlich zu vergleichen. Ja? Wie mit einem Arztbesuch. Das heißt, wenn ich jetzt wo anrufe, ja, in B2B und möchte gerne mein Produkt oder meine Dienstleistung platzieren, ja, dann funktioniert es nicht so, dass ich ganz toll meine USPs, also meine Unique Selling Points, differenziere, vorstelle und dann denjenigen davon überzeugen möchte, ja, proaktiv, dass ich sozusagen der beste Kandidat für ihn wäre. Ja, das ist sozusagen Oldschool, ja, das ist Schnee von gestern. Das funktioniert auch immer weniger und das ist auch nicht die beste Methode, ja, die Methode, mit der wir arbeiten und oder ich arbeite. Und letztendlich, was ich tue, ist, dass ich natürlich meine Features, meine USPs und was mein Produkt kann und alles drum und dran, natürlich mir darüber bewusst bin und das auch vermittle und transportiere. Ja, im Zuge meiner Akquise, aber dass ich primär Bedarfsermittlung mache der Probleme, der aktuellen akuten Probleme meines potenziellen Kunden. Ja. Und dann, wenn ich diese Probleme identifiziert habe, ja, quasi mein Portfolio dagegen matche, ja, sage ich, okay, habe ich für diese Probleme, die da momentan, für diese Schmerzpunkte, die momentan aktuell vorhanden sind, akut oder in den nächsten Wochen oder Monaten. Es kann sein, dass man sich deren mehr oder weniger bewusst ist. Das ist wieder eine andere Geschichte, für ein anderes Video. Aber habe ich dafür sozusagen die richtige Medizin, wie beim Arzt? Ja? Und wenn ich jetzt als professioneller Kaltakquisiteur, ja, ich kenne ja mein Produkt, ja, besser wie jeder andere, besser wie mein Gesprächspartner, der potenzielle Kunde. Ne? Wenn ich weiß, ich habe auf den seine Problematiken, also auf den seine Problemstellung aktuell nicht die richtige Medizin, dann werde ich ihn auch nicht davon überzeugen, dass es so ist. Ja, oder zum Termin drängen oder was auch immer. Ja, das ist alles Unfug. Ja? Sondern ich werde ihn vielleicht sogar, wenn ich eine Idee habe, wer ihm besser weiterhelfen könnte, ihn sogar referieren, ja, okay, im schlimmsten Fall sogar
sagen, ja, hier Mitbewerber XY ja, hat ein ähnliches, aber nicht identisches Portfolio und haben da vielleicht verschiedene zusätzliche Produkte, die viel besser passen würden. Ja. Und jetzt sagen, mögen sich manche an diesem Punkt, also man kann sogar so weit gehen, dass man seinen Mitbewerber sozusagen referiert. Jetzt mögen manche von euch aufschreien, so von, oh, Thomas, du bist ja total blam, total gaga, ja, was sagt denn da dein Kunde dazu oder was auch immer, ja, oder dein Chef oder dein Teamleiter und haut er dich da nicht kurz und klein, ja. Und dann sage ich, nein, mein Name ist klein, aber der haut mich dann nicht kurz und klein, ja, sondern intelligente Leute, ja, wissen, dass es einen unheimlichen Schub gibt in der Kalterkrise an Trust, also Vertrauensentwicklung, ja, und Professionalität in seinem Skillset, ja, also quasi, jetzt fällt mir das dumme Wort nicht ein, Kompetenz. Jetzt fällt es mir wieder ein, Kompetenz, ja, dass man quasi extremst im Kompetenzgrad sozusagen in Augen des Kunden nach oben sozusagen jumpt, ja. Und das letztendlich langfristig baut man sich so, ja, eine professionelle, vertrauenswürdige Business Relationship, ja, also Kundenbeziehung auf, ja. Und das gilt für alle Business Relationships, also für alle Berufe letztendlich, ja. Also wenn ich jetzt in den Augen ein Problem habe, oder ich denke, ich habe mit den Augen ein Problem, ich gehe zum Augenarzt hier, bestes Beispiel, und dann sagt der Augenarzt, ja, ich habe gerade festgestellt, Herr Klein, Sie haben zwar in den Augen irgendwie, sehen nicht mehr so gut, aber Ihr eigenes Problem ist in den Nacken, ja, weil Sie da Verspannungen haben, und ich schicke Sie deswegen zum Nackenspezialist. Dann erhöht sich doch mein Vertrauen gegenüber dem Augenarzt, weil ich verstanden habe, dass wenn der erkennt, ja, dass jemand anders mir besser weiterhelfen kann wie er, dass er mich dann da auch hinreferiert. Ja. Genau das Gleiche ist es bei der Akquise, beim Verkauf oder, ja, also im Business. Ja. Und jetzt bin ich eigentlich ein bisschen abgeschweift, aber es ist egal. Letztendlich, es geht darum, gibt es noch professionelle Kalterquise? Ja, natürlich gibt es sie, professionelle oder seriöse Kalterquise. Man muss sie nur richtig definieren und verstanden haben, was Kalterquise eigentlich ist. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und es geht einfach darum, ein Vertrauensverhältnis, also ein trustworthy business relationship building, ja, auf Englisch, ja, also ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ja, also das heißt von kalt nach heiß, ja, sozusagen, ja. Und das ist Kalterquise. Es geht nicht darum, dass ich jemanden anrufe, den ich noch nie gesprochen habe, den ich nicht kenne, der mich nicht kennt, der mein Produkt nicht kennt, wo ich seine Probleme nicht kenne, seine aktuellen Schmerzpunkte. Niemand weiß irgendwas voneinander, ja, und dass ich denjenigen anrufe und sofort einen Termin mache, unbedingt, oder sofort Business generiere, ja, und das ist eben Kalterquise nicht. Es geht tatsächlich um die Problemidentifizierung, ja, und dann um das Matching der richtigen Lösung für diese speziellen Probleme, ja, und es geht auch nicht primär darum, dass ich meine Produkte groß präsentiere und wie schön und wie gut und wie toll, ja, wenn sie den aktuellen Problemen und dem Bedarf überhaupt nicht entsprechen. Ja. Also soweit, ich hoffe damit einigermaßen hier aus dem Stegreif dieses Video, weil ich immer wieder diese Anfragen hatte, ja, gibt es seriös überhaupt das Telefonakquise und das ganze Zeug. Ja. Ich denke, damit habe ich es einigermaßen beantworten können, und wenn nicht, dann mache ich jetzt auch noch gerne nochmal ein zusätzliches Video oder schreibe nochmal einen Blogbeitrag, damit man das hier einfach ein für alle Mal diese Fragestellung aus dem Klarheit reinbringen kann, ein für alle Mal. Ja? Licht ins Dunkel, okay, alles klar. Und damit bedanke ich mich wieder bei euch. Bis zum nächsten Mal,
euer Thomas Klein und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.